Vögel Mitteleuropas, eine Auswahl mit ihren Stimmen und auch als Quiz nutzbar. Teil 4: Greifvögel und Eulen von Dr. Hans-Jürgen Alexi. Zum Prolog: Auch unsere Vögel sind ein Stück Heimat für Deutschland und Mitteleuropa. Sie geben uns Freude und sind uns Auftrag, denn je mehr man kennt, desto mehr sieht man auch. Und je mehr man sieht, desto mehr liebt man auch. Je mehr man liebt, desto mehr schützt man. Man kann die Vögel Mitteleuropas in ihren Bildern und Stimmen auch einfach so genießen. Man kann den Vortrag aber auch als Quiz benutzen, zum Testen und zur Erweiterung des eigenen Wissens. Zunächst werden immer die Vogelbilder gezeigt und nach 2 Sekunden ertönt automatisch, ohne weiteres Anklicken, ihre Stimme, ihr Ruf oder Gesang. Dann kann eine kurze Zeit des Nachdenkens oder Rätselratens folgen und nach weiteren 3 bis 5 Sekunden erfolgt wieder ohne erneutes Anklicken der Name des Vogels in Einblendung und kurz angesprochen. Viel Spaß dabei für die Jüngeren, aber auch für die Älteren, Dr. Hans-Jürgen Alexi. Ich habe den gesamten Vortrag gegliedert in verschiedene Abschnitte, damit er etwas übersichtlicher wird, und zwar in die Teile Hausgarten-Kulturfolger mit 2 Abschnitten sowie Feld, Wald und Wiese mit 2 Teilen und dann die Wasservögel an Küste und See und unsere Greifvögel und Eulen. Innerhalb der Abschnitte sind die Vogelarten alphabetisch gegliedert, bis auf Ausnahmen von zusammengehörigen Arten. Das Inhaltsverzeichnis zum Teil 4 der Vögel Mitteleuropas betrifft die Greifvögel und Eulen. Es dient erneut der Aufzählung und dem Nachschlagen. Die Vögel sind erneut alphabetisch aufgelistet. Verwandte Arten werden berücksichtigt. Unser Fischadler gehört mit 1,70 Meter Flügelspannweite zu den kleineren Adlern. Er kommt weltweit vor. Er war aber in Europa fast ausgerottet als Konkurrent des Menschen, dann später weiter dezimiert durch Umweltgifte wie DDT und seit dem Verbot des DDT 1970 erholt sich der Bestand langsam. In Deutschland besteht überwiegend der Schwerpunkt der Verbreitung im Nordosten. Die Jagd des Fischadlers ist spektakulär. Er späht entweder von einer Warte oder in kreisenden Flügen in geringer Höhe über dem Wasser nach Fischen. Und wenn er einen geeigneten Fisch entdeckt hat, dann stürzt er im Sturzflug auf diesen zu und greift ihn mit diesen Dolchen, die auch verdreht werden können, wie man hier im Bild erkennen kann. Dann sinkt er meist im Wasser ein und mit kräftigen Flügelschlägen erhebt er sich wieder und schüttelt das gesamte Wasser ab. Die Horste von Fischadlern werden auf großen Bäumen, in Felswänden oder in Mitteleuropa auch auf Strommasten errichtet. Die Gelege betragen meistens 2 bis 3 Junge, die nach etwa 2 Monaten flügge werden. Fischadler können geschickt manövrieren und zeigen im Flugbild auffallend lange, schmale und oft etwas abgewinkelte Flügel. Für Fischadler ist von Bedeutung, dass die Nester frei von oben angeflogen werden können. Die Geschlechter sind kaum zu unterscheiden, allerdings sind die Weibchen etwas größer und schwerer als die Männchen, wie bei vielen Adlern. Der Seeadler, der hier übrigens gerade von einer Krähe geärgert wird, ist der größte europäische Adler. Er besitzt eine Flügelspannweite von 240 cm und auffällig breite Flügel. Er wird auch genannt daher das fliegende Brett. Er baut riesige Horste über die Jahrzehnte in alten Bäumen. Seine Beute sind große Fische und Wasservögel. Der Seeadler befand sich an der Grenze zur Ausrottung in Mitteleuropa. Er war gefährdet vor allem durch den Lebensraumverlust bei seinen großen Revieren, durch menschliche Verfolgung und durch
Umweltgifte wie DDT oder die Aufnahme von Blei aus der Jagdmunition. Seit 1970 etwa wurden umfangreiche Schutzmaßnahmen ergriffen, um ihn zu bewahren. Die Schutzmaßnahmen waren erfolgreich. In Deutschland erholte sich der Bestand von minimal 185 Brutpaaren im Jahr 1990 auf 575 Brutpaare im Jahr 2007. Ein Verwandter wurde in Amerika zum Naturschutzsymbol, der Weißkopfseeadler, der Bald Eagle. Hier der Vergleich im Flug. Dabei ist der rote Milan selber auch bereits ein großer und eindrucksvoller Vogel. Zu erkennen sind wieder die breiten und brettartigen Schwingen des Seeadlers. Ein schönes Porträtbild unseres Steinadlers. Der Steinadler ist der deutsche Wappenvogel in einer Tradition schon seit Jahrhunderten. Und es ist nicht der größere Seeadler. Der Steinadler hat eine Flügelspannweite von 200 bis 230 Zentimetern. Er wird 20 bis 40 Jahre alt. Der Steinadler ist ein perfekter Jäger und fliegt elegant und wendig. Früher kam er landesweit vor, auch bei uns im Norden und in Mitteldeutschland. Er wurde vom Menschen als Konkurrent stark verfolgt, zuletzt besonders durch Wilderei. Seit 1925 steht er unter Schutz. Es kamen dann noch Verluste durch Umweltgifte wie DDT hinzu. Inzwischen erholt sich der Bestand langsam wieder, bisher aber nur für Brutpaare in den Bayerischen Alpen. Auf diesem schönen Flugbild erkennt man die noch helle Gefiederzeichnung an Flügeln und Stoß eines noch nicht ganz ausgewachsenen Steinadlers. Unsere Habichte sind mittelgroße Greifvögel und schnelle und geschickte Jäger der Lüfte. Sie wurden vom Menschen stark verfolgt und reduziert. Seit etwa 1970 stehen sie unter Schutz und erholen sich langsam wieder. Bei erwachsenen Tieren besteht an der Brust, wie hier im Bild zu sehen, eine dunkelbraune Querbänderung, die als Sperberung bezeichnet wird. Die starken Krallen und Füße sind geeignet, um Vögel und Kleinsäuger rasch zu töten. Der junge Habicht hier im Bild hat noch nicht die schiefergraue Gefiederfärbung der alten. Die erreicht er erst im zweiten Jahr. Junge Habichte sind mehr bräunlich gefärbt und weisen an der Brust noch nicht die breite Querbänderung, die Sperberung auf. Bei Habichten besteht, wie bei anderen Greifvögeln auch, ein reverser Geschlechtsdimorphismus. Die Männchen sind kleiner, etwa um ein Drittel, und werden daher Terzel genannt gegenüber den Weibchen. Der Mäusebussard, Buteo buteo, ist unser häufigster Greifvogel. Er ist ein mittelgroßer, kompakter Greifvogel aus der Familie der Habichtartigen und häufig zu beobachten bei kreisenden Flügen über seinem Revier oder auf der Ansitzwarte. Im Frühjahr sehen wir ihn bei den Balzspielen und zur Revierabgrenzung. Dieser Mäusebussard saß auf einem Pfosten im Naturschutzgebiet und war genauso überrascht, plötzlich mich zu sehen, wie ich es von ihm war. Besonders im Frühjahr zeigen die Mäusebussarde, die sonst eher etwas plump und schwerfällig wirken, ihr fliegerisches Können bei diesen spielerischen Luftkämpfen oder zur Paarbildung oder Revierabgrenzung. Bei unseren großen Greifvögeln können über die Jahre riesige Reisighorste entstehen, weil über viele Jahre gebaut, ausgebaut und nachgebessert wird. Manchmal brechen solche Horste sogar unter der Last zusammen und müssen an anderer Stelle neu errichtet werden.
Der Rote Milan ist ein großer Greifvogel und ein eleganter Flieger, den wir bewundern im Frühjahr und Sommer wegen seiner geschickten Gleit- und Segelflüge. Wegen seiner Ähnlichkeit zu den Weihen, mit denen er aber nicht verwandt ist, und wegen des gegabelten Schwanzes wird er auch Gabelweihe genannt. Der Schwanz ist ständig als Ruderorgan in Bewegung. Der Rote Milan hat schwache Krallen und Füße, aber einen starken Schnabel und lebt von kleinen Säugern, kleinen Vögeln, Amphibien und Aas. Das Video zeigt ein typisches Verhalten des Roten Milan. Der Rote Milan jagt selten am Boden, sondern sucht meistens mit seinen scharfen Augen bei den Gleitflügen nach Beute und greift sie aus der Luft mit seinen Krallen. Er ernährt sich auch an den Rändern der Straßen von überfahrenen Tieren. Hier ein schönes Flugbild dieses segelnden und suchenden Greifvogels. Wir haben für den Roten Milan eine besondere Verantwortung. Fast der gesamte Weltbestand an Roten Milanen kommt nur in Europa vor und über 50% davon in Deutschland. Anscheinend kommt der Rote Milan mit unserer intensivierten Landwirtschaft relativ gut zurecht, trotzdem bedarf er unserer Schutzmaßnahmen. Die Rohrweihe ist die größte unserer drei Weihenarten. Sie ist etwa so groß wie ein Bussard, aber deutlich schlanker und hat lange und schmale Flügel. Die beiden anderen Arten sind die kleineren, die Kornweihe und die Wiesenweihe. Beide haben auch mehr graues, schiefergraues Gefieder, während die Rohrweihe mehr bräunliches Gefieder aufweist. Typisch für die Rohrweihe ist dieser schaukelnde, suchende Jagdflug in niederer Höhe, um die Beute am Boden zu überraschen. Dabei werden die Flügel V-förmig nach oben gehalten. Hermann Döns nennt sie den braunen Tod. Dieser Anflug des Jägers mit den scharfen Augen ist schon beeindruckend. Die Flügelspannweite der Rohrweihen beträgt bis 130 cm. Der Sperber ist der kleine Bruder des Habichts. Er ist wie dieser ein schneller und gewandter Jäger. Auch er war ursprünglich in den Wäldern beheimatet und folgt jetzt regional in die Parklandschaften der Städte. Seine Beute sind Kleinvögel bis knapp Taubengröße und Kleinsäuger. Er verfolgt sie im geschickten, schnellen Verfolgungsflug, wobei er jede Deckung ausnutzt. Bei diesem Flugbild eines Sperbers ist schön die Sperberung der Brust zu sehen, also die quere, bräunliche Bänderung der Brust. Bei Sperbern ist der Geschlechtsdimorphismus stark ausgeprägt. Die Weibchen sind praktisch doppelt so schwer und doppelt so groß wie die Männchen und können daher manchmal von kleinen Habichtmännchen schlecht unterschieden werden. Allerdings haben Sperbermännchen orange Gefiederanteile, was ein Habicht nie hat. Der Sperber wurde früher vom Menschen stark verfolgt, als eben ein Jäger des Niederwildes, und später insbesondere durch Umweltgifte wie DDT sehr stark gefährdet. Inzwischen nach dem Verbot dieser Gifte und durch Umweltschutzmaßnahmen erholt sich der Bestand langsam wieder. Der Name stammt übrigens aus dem Althochdeutschen und setzt sich zusammen aus Sparo für Sperling und Aar für Adler, bedeutet also im Grunde Sperlingsadler oder kleiner Adler. Der Turmfalke ist unser kleinster Falke, ein zierlicher Vogel und uns allen wohlbekannt als unser Rüttelfalke. Er ist ursprünglich ein Felsenbrüter und dem Menschen gefolgt in die Türme der Kirchen und Dome und der großen Häuser unserer Städte. Es besteht ein deutlicher Geschlechtsdimorphismus. Beim Männchen sind der Kopf und die Oberseite des Schwanzes grau im Gefieder, bei den Weibchen bräunlich.
Der Turmfalke ist ein Meister des Rüttelfluges, allerdings ist dieser kräftezehrend. Er steht in niedriger Höhe, rüttelnd über den Feldern und Wiesen seines Jachtrevieres und beobachtet den Boden. Wenn er ein Beutetier erspäht hat, meistens Mäuse und andere Kleinsäuger, dann stürzt er sich darauf. Etwa jeder fünfte Sturz ist erfolgreich. Hier hat das Männchen eines Turmfalken erkennbar am grauen Kopf eine Maus erbeutet. Turmfalken haben eine sehr kräftezehrende Art zu jagen und benötigen daher täglich etwa ein Viertel ihres eigenen Körpergewichtes als Beute. Der Bestand an Turmfalken ist ziemlich stabil. Wir sind in Deutschland das europäische Land, das die meisten Brutpaare aufweist. Gefahren für den Bestand bestehen insbesondere durch sehr kalte Winter oder durch schlechte Mäusejahre. Jetzt zu einem anderen Extrem. Der Wanderfalke, Falco peregrinus, ist der schnellste Vogel der Welt und erreicht im Sturzflug bei der Jagd unglaubliche 350 Stundenkilometer. Der Wanderfalke kommt weltweit vor und ist ein Felsenbrüter, jetzt in den Städten zunehmend auch ein Gebäudebrüter. Der Wanderfalke wurde stark verfolgt durch Trophäenjagd und durch Nesträuberei. Durch das Umweltgift DDT wurden seine Eier dünnschalig und brüchig. Seit dem Giftverbot 1975 und besserer Horstbewachung, manchmal sogar rund um die Uhr, erfolgt eine erfreuliche Erholung des Bestandes. Alle Falken, auch die Wanderfalken, bauen keine eigenen Nester. Entweder brüten sie in alten, verlassenen Nestern anderer Vogelarten oder auf dem kahlen Boden, in Nischen und Höhlen der Natur oder auf Felsbändern. Die Schleiereule ist unsere schönste Eule, mit ihrem schönen weißen Gesichtsschleier und ohne erkennbare Federohren. Sie wurde früher von den Bauern hochgeschätzt als effektiver Vertilger von Mäusen und Kleinsäugern auf den Höfen und ihr wurde ein Schutz gewährt durch die Einrichtung eines schmalen Einfluglochs, des Eulenloches oder der Uhlenflucht auf den Dachböden der Scheunen. Leider ist dies heute nicht mehr so der Fall und der Bestand geht dadurch und durch den Rückgang der Feldmäuse als Folge der intensiven Landwirtschaft zurück. Die Schleiereule jagt überwiegend in der Dämmerung und nachts und nur in Notzeiten oder in der Brutzeit auch am Tage. Ihr Flug ist wie der Flug der anderen Eulen auch gespenstisch, lautlos. Und zwar deswegen, weil an der Oberseite der Flügel ein kleiner Federflaum besteht, der Luftwirbel vermeidet, sodass die Beute die Eule nicht kommen hört. Sie fliegt in der Nacht ihre immer gleichen Routen in niedriger Höhe ab, um die Beute zu erjagen. Unser europäischer Uhu ist die größte Eule der Welt. Er ist unser König der Nacht. Die Flügelspannweite beträgt bis 160 cm bei Männchen und bis 170 cm bei Weibchen. Die Krallen und Füße sind vergleichbar in der Kraft mit denen von Adlern. Das Beutespektrum unseres Königs der Nacht ist vielfältig. Er kann sogar schnell und wendig fliegen und auch große Vögel wie Raben und Reiher erbeuten. Über dem Boden, besonders im Wald, fliegt er niedrig und kann mittelgroße Säugetiere erbeuten, wie hier diesen Baummarder. Aufgrund seiner Stärke kann er sogar junge Füchse und schwache Rehkitze mit in die Luft heben. Der Uhu jagt in der Regel in der Dämmerung und nachts. Am Tage ist er nur in Ausnahmezeiten, wie hier in Notzeiten, in strengen Wintern zu sehen.
Diese Krallen können sogar Igel töten, was nicht vielen Tieren gelingt. Der Mensch hatte ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Uhu. Einerseits wurde er als Jagdkonkurrent fast ausgerottet und bis in die 1930er Jahre zurückgedrängt auf Habitate in den Alpen und in einzelnen Mittelgebirgen wie im Harz. Seitdem hat aber ein Umdenken eingesetzt. Er ist geschützt und breitet sich sehr langsam wieder aus. Auf der anderen Seite wurde er schon früh genutzt für die sogenannte Hüttenjagd. Das waren gefangene und halb gezähmte Uhus, die vor dem Unterstand des Jägers angepflockt wurden und andere Tagvögel wie Krähen oder Greifvögel anlockten, sodass der Jäger diese schießen konnte. Dieses Verhalten hier im Bild machen sich die Jäger zunutze. In der Nacht ist der Uhu der König und holt teilweise auch schlafende Vögel von den Ästen. Wenn er sich am Tage zeigt, dann sind sofort verschiedene Vögel zur Stelle, melden und verpetzen ihn, umkreisen ihn und stoßen von oben auf ihn herab, was der Jäger als Hassen bezeichnet. Auch diese große Eule ist ein lautloser Jäger und kontrolliert in der Nacht im Gleitflug oder Ruderflug in niedriger Höhe ihr Revier. Bei der Verfolgung von Vögeln kann der Uhu erstaunlich schnell und auch sehr geschickt fliegen. Der pummelig wirkende Waldkauz ist eine unserer häufigsten mittelgroßen europäischen Eulen. Das Rufrepertoire ist vielfältig. Zwei Rufe stechen heraus. Das Weibchen ruft häufig Kuwit, 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 was in den Sagen als das Komm mit des Totenvogels gedeutet wurde. Und das Männchen stößt dieses langgezogene, schauerliche Huhuhu aus. Der Waldkauz kommt bei uns in zwei Farbmorphen vor. Einmal in der braunen oder rostbraunen Phase und zum anderen in dieser grauen Gefiederfärbung der grauen Phase. Er ist ein Höhlenbrüter und geht nachts auf die Jagd, wie andere Eulen auch. Man sieht hier im Bild, wie perfekt seine Tarnung ist, weil das Gefieder ähnlich wie die Rinde der Bäume ist und er stocksteif am Tage darauf sitzt. Zum Schluss Hinweise auf die Herkunft der Bilder, der Audiodateien und der Videos. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Freude an den Bildern hatten und einen Gewinn von den Texten. Vielleicht konnten Sie Ihr Wissen über die Vögel Mitteleuropas etwas vertiefen. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Ich verweise auf die übrigen fünf Teile.